Eine Industrieheizung von uns hat so viel Rechenleistung wie 20 Milliarden Nerdminer. Ich darf sagen, herzlich willkommen, Max Obwexer, in deiner eigenen Halle. Hallo, vielen Dank. Herzlich willkommen bei Was Bitcoin Bringt. Wir sind in Innsbruck, in der Umgebung von Innsbruck, in der Produktionsstätte von 21 Energy. Ganz genau. Österreichisches Bitcoin-Heating-Unternehmen. Ja. Wer meinen Kanal kennt, weiß, ich habe auch einen Heater von euch bei mir im Büro stehen. Es wird langsam Winter, jetzt wird es immer wichtiger. Wir fangen aber ganz oben an. Ja. Bitcoin-Heating heißt Proof of Work. Ja. Heißt Energie rein, Bitcoin und Hitze raus. Ganz genau. Damit sind wir eigentlich schon fertig. Erledigt. Aber das Problem ist, Proof of Work wird extrem missverstanden und ist in der EU schon wieder unter Beschuss. Ja. Wie geht's dir damit? Ich finde es sehr schade. Ich glaube, dass Bitcoin Mining eine sehr, sehr große Chance für Europa und für die Energiewende ist. Wir haben sehr viele Anreize, die die Energiewende drastisch beschleunigen würden. Und natürlich würde ich es gern sehen, wenn man die auch nutzen würde. Aber ich glaube, da braucht es einfach nur sehr viel Education. Und da sind wir ja Gott sei Dank gerade dran. Aber das Problem ist, dass, was mich so wahnsinnig macht bei dem Thema, richtig emotional macht, ist, das Argument, das du hörst, ist, Bitcoin ist schlecht für die Umwelt, Bitcoin verbraucht, verschwendet Energie, Bitcoin ist schlecht fürs Klima. Und die Wahrheit ist literally das Gegenteil. So, also hast du schon einen Elevator-Pitch, wie du den Leuten, die das glauben, vom Gegenteil überzeugen kannst? Für mich ist immer am greifbarsten machen es konkrete Beispiele. Wir haben zum Beispiel einen Milliardenkonzern aus Österreich, der hat uns seine konkreten Energiepreise gegeben, Öl, Gas, Preise, seinen Strompreis. Man rechnet es durch, okay, er steigt um von aktuell heizt er zu 50% mit Gas, 50% mit Öl, steigt um auf Bitcoin-Heizungen, 462.000 Euro Heizkostenersparnis und knappe 400 Tonnen CO2-Ersparnis. Also er heizt nachweislich günstiger und nachhaltiger. Und wenn man das mal verstanden hat, dann ist es recht schwer zu sagen, Bitcoin ist schädlich fürs Klima, wenn es literally genau das Gegenteil ist. Es ist nachhaltiger, weil es günstiger für das Unternehmen ist und es ist nachhaltiger, weil weniger CO2 ausgestoßen wird. Das ist verrückt. Ja. Weil ich lese in den Medien das genaue Gegenteil. Ja. Und ich glaube, eines der Probleme, das dabei besteht, abgesehen einfach von dem Image von Bitcoin, das einfach eines der Probleme, das besteht, ist, dass Menschen sich sehr schwer mit nicht sichtbaren Dingen tun. Also zum Beispiel, weil du gesagt hast, dass dieser Konzern sich erspart an CO2-Ausstoß, verglichen mit dem, was er jetzt schon tut. Ja. Ja? Und was mich auch absolut fuchsteufelswild macht, ist der Energieverbrauch oder der Stromverbrauch von Bitcoin, der wird immer so getan, als würde man das jemandem wegnehmen. Ja? Also Bitcoin verbraucht so viel Strom wie Österreich, ja schon, aber das ist Strom, der ohnehin erzeugt wird, der aber keine andere Verwendung findet, sonst würde er nicht in Bitcoin fließen. Ganz genau. Und wenn man den Energieverbrauch als Gesamtes sieht, ich benötige dann weniger Energie von Öl und Gas zum Heizen und verwende dafür Strom. Und die Energiewende bedeutet die Elektrifizierung von allem. Deswegen geht es von Verbrennungsautos auf Elektromobilität. Und genau das Gleiche wird auch, Wärmepumpen sind genau das gleiche Konzept. Man geht weg von fossilen Brennstoffen zu Strom. Bitcoin-Heizungen sind genau das Gleiche und haben auch sehr viele Vorteile gegenüber der Wärmepumpe. Ja, Moment, das heißt doch, dass wenn Bitcoin heizen, Bitcoin meinen, so grün ist und die CO2-Bilanz verbessern kann und weniger kostet, dann müssten doch vor der Tür die Chefs aller DAX-Konzerne stehen und die von der Leyen und die österreichische Umweltministerin Gehwessler und sich alle das erklären lassen, weil und das passiert ja nicht. Also da würde ich, also wir sind mit zwei DAX-Konzernen im Gespräch. Also es gibt inzwischen DAX-Konzerne, zum Beispiel zwei DAX-Konzerne, die eine Bitcoin-Taskforce haben, das so nicht öffentlich bekannt ist. Da tut sich schon ganz viel unter der Oberfläche, aber gerade politisch ist leider noch sehr traurig. Ja, vielleicht müssen auch einfach zuerst die wirtschaftlichen Realitäten geschaffen werden und dann die politischen. Ja, das glaube ich auch. Was kannst du uns über diese DAX-Konzerne erzählen? Wir sagen jetzt keine Namen und so weiter. Was heißt das Taskforce? Was wissen wir darüber? Also die Konzerne schaffen Ressourcen, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Sowohl einmal die Strategie Treasury, wie kann ich Bitcoin aus Balance Sheet oder sonstiges nehmen, und gleichzeitig aber auch
können wir durch die Nutzung von Abwärme, Industrieprozesse oder zum Heizen von Hallen Kosten einsparen. Also da gibt es Taskforce, da sind oft eben gerade auch in den großen Konzernen sehr viele Bitcoiner oder einige Bitcoiner, und es war sehr, sehr überraschend, dass so große Konzerne sich bei uns melden und einfach mal einen Call haben möchten, um Potenzialanalyse, wie könnte man denn eine Abwärme, Bitcoin-Heizungen im Unternehmen nutzen und könnte das Sinn machen. Da waren wir sehr euphorisch. Da läutet einfach das Telefon und sagen, hallo, hier ist DAX-Konzern so und so. Und die sagen dann, ich bin selber Bitcoiner und habe das innerhalb vom Konzern eingeleiert, oder wie funktioniert das? Ja, also wir bekommen Mails, sie würden sich gerne mal einfach ganz allgemein unterhalten. Und ja, also sowohl bei beiden Konzernen, es waren definitiv Bitcoiner, aber die werden auch von der Führungsetage, also bekommen die ein gewisses Zeitkontingent freigestellt. Die haben natürlich eigentlich einen anderen Job, die sind jetzt nicht 100% Bitcoiner im Unternehmen, aber sie bekommen ein gewisses Stundenkontingent freigestellt, um sich mit diesem Thema auch für den Konzern auseinanderzusetzen und Potenziale aufzuzeigen. Das stimmt mich jetzt wieder optimistisch, weil ich mir denke, da kann ich ja dann und wir können etwas beitragen dazu, wenn wir darüber sprechen, weil dann sehen das vielleicht Menschen, die in Konzernen arbeiten und können das dann nutzen als Basis für Argumente innerhalb der Konzerne. Weil offenbar die Rechnung geht ja in vielen Anwendungsgebieten einfach auf. Ja, in sehr vielen Anwendungsfällen geht es dir definitiv auf. Aber wie könnt ihr euch da fokussieren? Ihr macht es in erster Linie mal jetzt angefangen mit dem Heater für zu Hause, den ich auch bei mir stehen habe. Ja. So, ihr macht es auch inzwischen, Heater für Industrieanwendungen, zum Beispiel Baucontainer, aber auch, und das hast du mir vorher erzählt, noch viel im größeren Stil, eben in Richtung, wie heizt sich eine ganze Halle, so wie diese hier. Ganz genau. Dieser österreichische Milliardenkonzern, der sich 462.000 Euro sparen könnte, der hat aktuell Heizungen verbaut mit 600 kW Heizleistung. Da bräuchte man natürlich eine ganze Menge Heater. Und da haben wir uns überlegt, wie könnte so eine große Industrieheizung ausschauen. Diese 600 kW machen sie mit 30 Stück 20 kW Heizungen. Und genau da haben wir jetzt unser neues Produkt, den Green Edge One, auch hin. Da spannenderweise der 32 Ampere 400 Volt Starkstromanschluss, der hat eben genau 22 kW. Und jetzt haben wir eben eine 22 kW. Das sind alles sehr viele Zahlen, aber ja. Also eine Starkstrom-Bitcoin-Heizung, also auch für die Industrie Plug and Play. Einen Starkstromstecker und man hat 20 kW Heizleistung. Starkstrom ist der große Stecker. Das ist ganz genau der große Stecker. Du musst es mir wirklich erklären wie einem vollkommenen Deppen, weil ich habe in meinem Leben noch keine Starkstromleitung in der Hand gehabt. Ja, der ganz große Stecker mit dem dicken Kabel. Der ganz große Stecker mit dem dicken Kabel. Die man braucht. Das heißt, ihr geht es jetzt in diese Richtung. Und da nehme ich an, ist es dann auch nicht, da geht es dann weniger darum, dass das schön aussieht, sondern da geht es dann darum, dass das A in die Halle passt. Wo steht sowas in einer Halle? Meistens an der Decke. Also mit Deckenmontage, dass man natürlich keinen Platz wegnimmt für den Werksbetrieb. Ah, natürlich. Ja, okay. Also ich hänge das quasi von der Decke, weil unten muss ich ja jederzeit die Maschinen umstellen können und so weiter. Ganz genau. Und da gibt es dann auch einfach Montagehaken, dass man es an die Decke hängen kann und braucht dann nur eine Stromzuleitung und eben WLAN oder ein Netzwerkkabel und good to go. Auch in der Industrie. Installationszeit 10 Minuten. Aber Wärme steigt doch auf. Ja, aber wir haben so einen großen Luftdurchsatz, das ist überhaupt kein Problem, dass sich das gut verteilt. Auch die jetzigen Heizungen, die dieser Konzern hat, sind an der Decke. Also das ist 1:1 genau gleich, das haben wir uns einfach abgeschaut. Habt ihr mal herausgefunden, ob es anderswo auf der Welt solche Produkte schon gibt und ob sowas schon eingesetzt wird in Industrie, im Industrieumfeld? Es gibt schon ein paar Nischenhersteller, aber nicht wirklich jetzt so günstig, zum Beispiel eben mit Luft getrieben. Es gibt natürlich auch Immersion-Settings, allerdings sind das eben ganz, ganz vereinzelt, von denen man nichts hört. Glaubst du, dass für euch jetzt sozusagen, du hast einerseits Consumer, andererseits Industrie, was glaubst du, ist für euch der Fokus in den nächsten Jahren? Was wird der Fokus sein? In der Akquise konzentrieren wir uns jetzt auch ganz stark einmal auf die skandinavischen Märkte für die Privatpersonen, weil es dort oben mit den günstigen Strompreisen noch viel mehr Sinn macht. Es macht auch bei uns Sinn, aber dort macht es noch viel mehr Sinn. Und gleichzeitig eben auch die großen Industriebetriebe, die haben sehr viel Synergien. Die haben oft einmal ein paar hundert kW Photovoltaik am Dach,
wo man dann auch die Heizungen im Sommer nutzen kann, um bessere Einspeisevergütungen für den Überschussstrom bekommt, wenn man natürlich noch halt auch die Abwärme losbekommt, indem man sie rausstellt oder wo auch immer. Also gerade Industriebetriebe, die haben oft die nötige Anschlussleistung, die haben die günstigen Stromtarife. Genau. Ja. Und die sind sowieso in diesem Umfeld. Aber gleichzeitig, du hast gesagt, skandinavische Haushalte, das ist schon interessant. Warum ist dort der Strom so günstig? Wasserkraft? Oder? Ja, extrem viel erneuerbare Energien, Wasserkraft im Überschuss. Und damit haben die Strompreise zwischen 5 und 12 Cent. Okay, und ich gehe mal davon aus, dass das bedeutet, dass dort ohnehin schon viel mit Strom geheizt wird. Ja, die haben jetzt schon einen sehr, sehr hohen Anteil. Da wird hauptsächlich mit Strom geheizt. Könnt ihr dann so auch so Plug-and-Play-Lösungen anbieten? Ich weiß jetzt nicht, wie ein Radiator in Schweden oder in Finnland aussieht. Kann man die dann auch direkt ersetzen oder wie stellt ihr euch das vor? Wir haben jetzt die Logistik so aufgebaut, dass wir hunderte Heater monatlich in die skandinavischen Länder direkt vor die Haustüre liefern können. Und dass unsere Bitcoin-Heater die jetzigen Heizsysteme ersetzen oder ergänzen. Das ist schon extrem spannend, weil da ist es natürlich auch relativ kalt, ne? Relativ lang, relativ kalt. Ja, es ist wirklich der Perfect Market Fit. Sehr lange, harte Winter, sehr günstige Strompreise, sehr technisch affin gelten die skandinavischen Länder, gute Kaufkraft. Also wir sehen da oben sehr, sehr großes Marktpotenzial. Und ja, die Webseite ist seit wenigen Tagen sowohl in Schwedisch als auch in Norwegisch. Finnisch werden wir jetzt auch noch hinterherziehen und starten dann da oben auch große Marketingkampagnen hier. Bin wirklich gespannt, wie das funktioniert. Wir auch, ja. Ihr liefert würde dann einfach hier aus Tirol, werden die dann dorthin geliefert? Ja, wir produzieren 100%, also natürlich kaufen wir die Miner auf dem Weltmarkt zu, aber wir haben 100% in Tirol entwickelt und gefertigt wird alles zu 100% in Tirol und verschicken es hier theoretisch tausende Heater im Monat in die ganze EU, Norwegen und in die Schweiz. Aktuell sind das unsere Liefergebiete. Jetzt ist es natürlich so, dass die Leute, die das jetzt hören, im reinen Audio-Podcast nicht wissen, dass wir hier eben in eurer Produktionshalle sitzen und hinter uns hunderte Stück Miner, S9 oder S19? Sowohl als auch. Die großen sind die S19 und die kleinen sind die S9? Ganz genau. Warum habt ihr so viele Miner hier? Also wie funktioniert quasi euer Day-to-Day-Business? Meine Vermutung ist, ihr habt so viele Miner hier, weil ihr könnt nicht just in time euch Miner anliefern lassen. Dafür ist der Markt zu jung, zu eng und zu ineffizient. Ganz genau. Und wir haben auch das große Thema, dass bislang war es immer so, dass in den Bullenmärkten Miner noch sehr schwer verfügbar waren und oftmals sogar die Minerpreise den Bitcoin-Preis outperformt haben. Dementsprechend ist bei uns gleichzeitig natürlich auch ein bisschen eine Wette auf den Bitcoin-Preis. Aber natürlich wollen wir nicht mit den Minern spekulieren, sondern wir wollen daraus lässige Heizgeräte bauen. Und da haben wir uns einmal gut eingedeckt, jetzt im Bärenmarkt, wo auch die Minerpreise sehr günstig sind, dass wir auch für die Zukunft gewappnet sind und auch großes Produktionsvolumen auf die Straße bekommen. Wo werden die Miner hergestellt? Hergestellt Thailand, Indonesien, Malaysia, auch natürlich viel China, sehr viel im asiatischen Bereich. Aber in China ist ja offiziell Bitcoin-Mining verboten, aber die Herstellung von Mining-Maschinen ist noch erlaubt, oder wie? Ja, also... Es kommt ja auch 20% der Hashrate von dort. Also es ist so, genau. Das ist so wie in Österreich, wenn was offiziell verboten ist. Ne? Ganz viele der ganz großen Trading-Desks, die hocken in Shenzhen oder eben auch in Hongkong, ganz viele. Ja. Also extrem viel kommt aus der Gegend. Also was ich damit sagen will, ist, China hat sich aus Bitcoin nicht wirklich verabschiedet in dem Sinn. Nein, es wird mal zumindest nur sehr viel Mining-Hardware dort produziert. Gibt es auch andere Produzenten außerhalb von Asien? Weil das ist ja auch irgendwo ein geostrategisches Problem, wenn das alles von dort kommt. Definitiv. Also das ist sehr spannend. Intel hat ja gestartet, Bitcoin-Miner zu produzieren. Die waren auch sehr vielversprechend, haben noch kleine Kinderkrankheiten gehabt, haben allerdings dann Einsparmaßnahmen im Konzern durchgeführt und haben dieses Projekt dann wieder gestoppt. Aber ja, es gibt inzwischen einige Bitcoin-Hardware-Hersteller, aber noch mehr Diversität wäre sehr zu wünschen. Das muss man dazu sagen. Der Platzhirsch Bitmain, man geht davon aus, dass bis zu 80% der Hashrate aktuell von einem Hardware-Hersteller geliefert werden. Das ist ein Problem.
Ja, kann ein Problem sein. Gott sei Dank geht auch dort die richtigen Tendenzen, dass sich es mehr und mehr aufteilt. Und wir haben ja gerade unter unseren deutschsprachigen Plebs immer mehr Nerdminer, die mit ihren kleinen USB-Geräten dagegen halten. Ganz genau. Also eine Industrieheizung von uns hat so viel Rechenleistung wie 20 Milliarden Nerdminer. Wirklich 20 Milliarden? Genau, also es braucht jeder Mensch auf, also jeder Mensch der Erde braucht ungefähr 2 bis 3 Nerdminer, dass man die Rechenleistung einer unserer Industrieheizungen mit 20 kW hat. Ja. Das sind ziemlich viele Nerdminer. Ja, also es ist schön, um was zu veranschaulichen, ja. Aber ist Mining zu nennen. Naja, das ist Mining. Es ist Mining. Es ist Mining. Da wollen wir nichts Schlechtes drüber sagen. Also überhaupt es ist, nicht. Und es geht auch Teil am Mining. Ja? Es ist auch sehr wichtig für die Education, also es ist ein sehr guter Einstieg. Okay, das heißt, die Geräte kommen aus Asien und ihr importiert sie jetzt in größeren Mengen. Du hast gesagt vorher, dass die Bitcoin, die Minerpreise, die den Bitcoin-Preis in einem Bullmarkt oft outperformen. Ich habe auch schon gehört, dass andere große Firmen im Bitcoin-Space teilweise Miner einfach cornern, also lagern, nur um auf den Preis zu gehen, wie bei einer Immobilie. Weiß nicht genau, was ich davon halten soll, aber es ist halt so, freier Markt. Heißt das, dass wenn ich so eine Heizung habe, dass die möglicherweise in einem Bitcoin-Bullenmarkt aufgrund der Miner, die da drin stecken, im Wert steigt? Ja, also das Gleiche kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man den Vergleich zur Wohnung zieht. Das wäre so, wenn auf einmal wenn der Bitcoin-Preis steigt, produziert die Bitcoin-Heizung mehr Cashflow. Wenn eine Wohnung mehr Miete einnehmen würde, würde sie auch im Wert steigen. Also das kann ja, natürlich. Also leitet sich dann natürlich da auch davon ab. Immer wenn die Bitcoin-Mining-Profitabilität steigt, steigen auch die Kosten der Miner. Also würde sich der Bitcoin-Preis vervielfachen, würde auch der Wert der Heizung sich drastisch erhöhen. Ob er den Bitcoin-Preis outperformt, muss man sich anschauen, sieht man dann, kommt auf einige Faktoren drauf an. Ohne jetzt zu kompliziert zu werden, bitte. Wie rechne ich mir als einfacher Nico aus, ob sich jetzt so ein Bitcoin-Heater für mich auszahlt oder nicht? Ich muss wissen Strompreis, ich muss wissen Gaspreis, ich muss wissen Bitcoin-Preis bzw. Mining-Profitability, richtig? Ganz genau. Wir haben die Bitcoin-Mining-Profitability ungemünzt auf wie viel Euro pro Kilowattstunde bekomme ich retour. Damit kann man sich sehr, sehr einfach ausrechnen. Im vierjährigen Mittel wäre es jetzt zum Beispiel bei dem S19-Miner, bei der aktuellen Generation, circa 30 Cent, was man pro Kilowattstunde retour bekommt. Und dann sieht man oft, es kann sich sehr, sehr schnell rentieren, wenn man in der Gegend auch für den Strom 30, 40 oder 20 Cent bezahlt, dass sich das sehr schnell ausgehen kann. Das ist jetzt das Mittel über die letzten 4 Jahre, wo ein Bärenmarkt und ein Bullenmarkt inkludiert ist. Aktuell zum jetzigen Zeitpunkt sind wir ungefähr bei 12 Cent, was ein S19 pro Kilowattstunde retour holt. Bedeutet, ich schaue mir an, was sind meine Stromkosten, abzüglich 12 Cent, weil das bekomme ich ja retour. Ist das günstiger wie Öl oder Gas oder was ich halt aktuell für ein Heizsystem habe? Und dann weiß ich, ob es rentiert oder nicht. In Schweden und Norwegen, wenn ich 5 Cent zahle, 12 Cent bekomme, jetzt oder 33 Cent übers 4-Jahres-Mittel, ist eine relativ einfache Rechnung. Ich bekomme doppelt so viel retour, wie ich eingesetzt habe an Strom. Sollte weitaus die günstigste Heizmethode sein. Muss aber dann quasi regelmäßig die Bitcoin, die ich meine, abverkaufen und das dagegen rechnen, damit das so funktioniert. Das ist auch das Spannende, dass man eben auch dann Bitcoin als Technologie verwenden kann und gar kein Bitcoiner sein muss und einfach monatlich die Bitcoin vollautomatisiert zum Beispiel verkauft. Und so, man muss die Bitcoin nicht halten, man kann auch einfach günstiger heizen. Aber viele unserer Kunden jetzt noch sind natürlich Bitcoiner, die natürlich die Bitcoin sehr gerne auch behalten. Aber ein Industriekonzern ist die Chance eher gering, dass der die Bitcoin dann gleich behält, oder? Ja, aber wir haben mit Coinfinity eine Kooperation. Da werden von unseren Bitcoin-Heizungen können die Bitcoin direkt auf die Coinfinity-Börse gemeint werden und würden dann dort vollautomatisch verkauft und also sozusagen ein Bitcoin-Entnahmesparplan und vollautomatisch aufs Bankkonto überwiesen. Und somit hätte auch eine Firma nie Bitcoin am Balance Sheet, wenn sie sich nicht damit beschäftigen möchte. Das heißt, man kann eigentlich von Bitcoin profitieren und von Bitcoin Mining profitieren, ohne überhaupt sich A mit Bitcoin zu beschäftigen, ja. B Bitcoin überhaupt zu nutzen. Ja. Also das wird dann einfach, du hast ein Gerät stehen und aus irgendeinem Grund, den du gar nicht wissen musst, produziert das über den Umweg von Coinfinity
Fiat. Ganz genau. Und es ist auch recht einfach erklärt. Man verbrennt nicht nur Energie, sei es jetzt Öl, Gas oder Strom, sondern man produziert auch einen Mehrwert durch die Durchführung von Milliarden Berechnungen pro Sekunde. Mhm. Und diese Berechnungen haben einen Mehrwert und dadurch erzeugt man einen Cashflow. Und das verstehen dann die Firmen sehr, sehr schnell, weil jede Firma weiß, die jede Menge Server benötigt, sei es für Webseiten oder andere Dienste, dass Rechenleistung einen hohen Wert hat. Und dann macht es ganz oft schnell mal Klick. Glaubst du, dass du da einfach, das klingt so überzeugend, da versteht man da nicht, warum es nicht schon irgendwie hunderte Firmen wie eure gibt. Ist das was, womit hat das zu tun? Man muss, also dass man auch eine Bitcoin-Heizungsfirma für dann aufzieht, glaube ich, muss man zuerst Bitcoin verstehen. Mhm. Dann muss man Proof of Work in der Tiefe verstehen und muss von beiden Konzepten sehr überzeugt sein und da langfristig sehr viel Potenzial sehen. Aber ich glaube, es werden noch sehr viele Bitcoin-Heizungsfirmen in den kommenden Jahren aus dem Boden sprießen. Und deswegen schauen wir auch, dass wir möglichst gut Vorsprung ausbauen. Aber über Konkurrenz mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die wird kommen, weil das Produkt macht einfach Sinn. Was ist denn, jetzt haben wir schon, was ist denn, also Proof of Work, ja, ist für mich auch so ein wunderbares Biest. Also immer wieder die Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie genial das Satoshi Nakamoto hat es ja nicht erfunden, aber er hat es eingepflegt in dieses Bitcoin-System und wie genial er quasi den Computer mit der Ökonomie verbunden hat eigentlich. Was ist bei Proof of Work dein Elevator-Pitch für die Leute, die es bis jetzt immer nur oberflächlich gehört haben, wie furchtbar das nicht ist? Man schafft sehr, sehr einfach die Nachvollziehbarkeit, dass sehr viel Arbeit erbracht wurde durch eben diesen Hash, der den Block findet mit den vielen Nullen am Anfang. Man kann einfach, jeder Laie versteht, dass da sehr viel Arbeit erbracht wurde. Und das ist der Gegensatz zum Gelddrucken, wie es die Zentralbanken machen. Man weiß, es wurde in der realen Welt ein Mehrwert erbracht, Arbeit erbracht, und es wurde nicht aus dem Nichts geschaffen, sondern es gibt eine Verlinkung in die echte Welt, in die physische Welt, in die thermodynamisch abgesicherte Welt. Das ist verdammt wichtig, ja. Weil wir gewisse Gründer von gewissen anderen Kryptowährungen an gewissen Tagen, wo diese gewissen anderen Kryptowährungen von Proof of Work auf Proof of Stake umgestiegen sind, davon geschwärmt haben, dass man sich jetzt seine eigenen Gesetze der Physik schafft. Ja? Und das ist ja, wie soll ich sagen, auf einem Level mit Gott spielen irgendwo. Und am Ende des Tages ist ja auch Mining auch der physische Niederschlag der Dezentralisierung von Bitcoin. Ja, ohne Bitcoin-Mining kein Bitcoin. Ist sehr, sehr einfach gesagt. Und aktuell sind natürlich fast ausschließlich die Rechenleistung sind in Mining-Farmen. Und diese Mining-Farmen verwenden dann oft einmal noch zusätzliche Energie, um die Abwärme wegzubringen. Also das ist genau das Gleiche wie jedes andere Rechenzentrum. Die haben zum Beispiel bis zu 50% nochmal Energieaufwand, nur um die Abwärme wegzubringen. Wir bringen die Abwärme genau dorthin, wo man sie benötigt und sparen so schon einmal 50% für die Kühlung ein, nur für den Abtransport der Abwärme. Und in Summe wird so weniger Energie benötigt, wenn man das ganz sieht. Wenn man sich schon mal 50% nur für die Kühlung der Rechenzentren spart. Es gibt auch dort schon Projekte, wo auch klassische, also nicht nur Bitcoin-Miner, sondern auch klassische Rechenzentren dezentral dorthin verlagert werden, wo man die Abwärme benötigt. Die haben allerdings einen entscheidenden Nachteil, dass sie die Rechenleistung nicht so nach oben und nach unten skalieren können, wie gerade der Wärmebedarf ist, weil bei den klassischen Rechenzentren wird die Rechenleistung benötigt, wann sie benötigt wird. Mhm. Wenn jemand halt gerade auf YouTube oder wohin auch immer geht, dann benötigt man die Rechenleistung und nicht, wenn man es in diesem Raum warm haben möchte. Und das ist das Schöne, dass man bei Bitcoin nach der Anzahl der Berechnungen bezahlt wird und genau nach Wärmebedarf dann die
Anzahl der Berechnungen nach oben und nach unten skalieren kann. Ja, es wird immer gern so getan, als würde unser aktuelles Geldsystem, das ja auch schon sehr digital ist, keine Rechenleistung brauchen, nicht? Und also Bitcoin ist ja das Einzige, was irgendwie Energie braucht. Jetzt sind sie beim digitalen Euro, glaube ich, auch schon drauf gekommen, dass das auch Geld kostet. Und wollen das jetzt dann den Händlern umhängen. Also das wird wunderbar nicht funktionieren. Aber gut, ein anderes Thema. In Texas haben wir dieses Beispiel mit Bitcoin als für Load Balancing. Also quasi, ja. wenn zu viel Strom produziert wird oder weniger Strom eigentlich nachgefragt wird, weil produziert wird immer viel, dann bekommen die Bitcoin-Miner einen günstigen Preis. Und dann gibt es diese Peak-Szenarien in Texas. Das Grid in Texas ist vom Rest der USA abgeschirmt. Diese Peak-Szenarien im Sommer und im Winter, ja. Wenn die Amerikaner ihre Klimaanlagen andrehen oder ihre Heizungen, Klammer auf, das ist meistens dasselbe Gerät, deswegen braucht es besonders viel Strom, weil in Texas brauchst du nicht wirklich eine Heizung lange. Dann läutet das rote Telefon bei den Bitcoin-Minern, die schalten ab. Ja? Und das ist jetzt interessant, werden dafür bezahlt. Von den Unternehmen, von den Energieunternehmen. Aber trotzdem wird so das Grid stabilisiert. Es gibt aber wieder schlechte PR, weil in der Zeitung steht dann, Bitcoin-Miner werden bezahlt dafür, dass sie abschalten. Naja, so steht es halt in den Verträgen. Ja. Gibt es ähnliche Szenarien auch in Österreich und in Europa, wo man Bitcoin-Mining direkt im Energie-Grid einsetzen könnte, in deinen Augen? Nicht nur könnte, das passiert auch schon. Also mir ganz ein großer Teil Kunden, die bei uns Miner kaufen, schreiben uns sehr viele im Vorhinein an, wie könnte man denn das technisch durchführen. Die haben Photovoltaikanlagen am Dach und bekommen recht wenig Einspeisevergütung zum Beispiel und meinen dann lieber Bitcoin damit und nutzen die Abwärme gleichzeitig. Mhm. Also das passiert jetzt schon im ganz kleinen Rahmen. Weil ihr verkauft auch Miner, die quasi laut sind und dafür höhere Rechenleistung haben, nicht nur die Heizung. Ganz genau, aber man kann es natürlich auch mit der Bitcoin-Heizung machen, dann hat man es auch noch leise und kann die Abwärme nutzen, wobei natürlich der ganz große Photovoltaik-Überschussstrom ist hauptsächlich im Sommer, wo es jetzt nicht unbedingt um die Abwärmenutzung geht, aber gerade Photovoltaik, wenn die Sonne scheint, dann speisen meistens alle ein, deswegen hat eben Photovoltaik-Überschussstrom einen recht niedrigen Wert und dann ist eben oft deutlich effizienter und man bekommt deutlich mehr dafür, wenn man damit Bitcoin-Mining betreibt. Aber das ist der ganz kleine, das ist quasi der ein Haushalt genau. Stromproduzent. Ja? Ganz genau. In den nordischen Ländern wird es schon deutlich, also bei den Windkraftanlagen wird es schon im größeren Stil gemacht. Bei uns zentral in Europa kenne ich keine größeren Projekte. Wobei, wir haben aktuell einen sehr, sehr spannenden Kontakt aus der Schweiz, die sich damit beschäftigen, wirklich Mining-Container, also man stellt zum Beispiel 1000 Miner in einen großen Container rein, hat da einen Megawatt Anschlussleistung, stellt es zu einer Trafostation und jedes Mal, wenn der Strompreis null oder negativ ist, weil man gerade Überschussstrom hat, meint man noch Bitcoin. Ist auch eine sehr schöne Metapher. Wir sind hier in Tirol, wir haben hier ganz viele Wasser-Boom-Speicherkraftwerke. Jedes Mal, wenn in Deutschland zum Beispiel zu viel Überschussstrom ist, kaufen wir Tiroler den Strom günstig ein und pumpen das Wasser aus dem Tal wieder in die Berge und haben so einen großen Speicher. Prinzipiell ist Bitcoin-Mining genau das Gleiche. Jedes Mal könnte man, wenn der Strompreis negativ ist, könnte man dieses in Bitcoin-Mining-Mehrwert umwandeln, anstatt dass man es steuerlich subventioniert. Also es werden ja auch die Windkraftanlagen dafür bezahlt, subventioniert, wenn die ausschalten müssen, weil gerade zu viel Strom im Netz ist, was natürlich auch wieder hochinflationär ist, weil dieses Geld wird frisch gedruckt. Man könnte auch einfach Bitcoin-Mining damit betreiben und den Wohlstand aus der ganzen Welt wieder zurück nach Europa holen und gleichzeitig die Energiewende schneller vorantreiben. Das klingt so logisch. Ich möchte mich jetzt nicht aufregen über was in Brüssel so passiert. Vielleicht wird es über die Nationalstaaten oder auch im Kleinteiligen, vielleicht auch einfach durch einzelne Menschen, Individuen, wie du richtig gesagt hast, Bitcoiner sitzen ja Gott sei Dank inzwischen überall, irgendwie auch logisch gemacht. Ja? Weil ich habe den Eindruck, wir bewegen uns jetzt weg aus der Bitcoin im reinen Finanzgewand quasi. Ja. Die Banken werden gezwungen sein, da in die Gänge zu kommen, aber sie werden alle natürlich viel zu spät machen, aber das ist ja nicht unser Problem. Und kommen jetzt in diese Industriegeschichte, weil genau diese reale
Anwendung von Bitcoin in der realen Welt über die Energie, ich meine, das ist so faszinierend, das hat natürlich nur Bitcoin. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht irgendwann dann doch Klick macht bei den Menschen, dass sie es irgendwann dann doch checken. Wir haben vor kurzem über 100 Bitcoin-Miner an ein kleines privates Wasserkraftwerk geliefert. Also die Leute checken es schon. Es geht in die richtige Richtung und natürlich haben kleine private Kraftwerke da ganz ein andere Entscheidungskriterien, können viel schneller entscheiden als wir den großen Staatsbetrieben oder oftmals sind ja auch das staatliche Strombetreiber. Yeah. Die haben natürlich ein paar Hürden mehr zu nehmen und das Wort Bitcoin auch bei denen in den verschiedenen Abteilungen durchzubringen, aber es geht in die richtige Richtung. Und auch andere Incentives. Da sitzen halt dann keine Eigentümer, sondern Manager, oft aus politischen Gründen, denen es gar nicht darum geht, ob man jetzt unterm Strich ein bisschen mehr oder weniger macht, aber natürlich bei einem Privaten macht das viel mehr Sinn. Also das ist gut zu wissen, dass das langsam ankommt. Ja? Und wie gesagt, auch diese Connection, die ihr da schon habt mit Coinfinity, finde ich ganz beeindruckend, weil dadurch kann man ja Bitcoin eigentlich auch umgehen, in dem Sinne, wenn man es unbedingt möchte, dass man gar nicht, man muss niemanden von Bitcoin überzeugen, um von der Nützlichkeit des Bitcoin-Minings im Unternehmen zu überzeugen. Also der Schmerzpunkt von gerade großen Industriebetrieben wird immer größer bezüglich CO2-Ausstoß und da ist natürlich auch für die hochinteressant, einfach nur, okay, wir nutzen Bitcoin als Utility-Layer, wir heizen günstiger, nachhaltiger und stoßen weniger CO2 aus und also es ist auch der Perfect Fit für die ganzen ESG-Narrative. Aber das ist doch irre. Ich meine, das ist nicht irre, es ist irre gut, aber in den Zeitungen steht das Gegenteil, das absolute Gegenteil. Da gibt es Podcasts und Dings, Bitcoin ist schlecht fürs Klima. Ich meine, das mit dem CO2, das wird, korrigiere mich, wenn ich mich irre, das wird einfach so ausgerechnet, dass ich sage, okay, statt dem Öl oder dem Gas, das CO2-intensiv ist, kann ich Strom nutzen. Ja. Der Strom kommt aus dem Pumpspeicherkraftwerk oder sonst wo, aus erneuerbarer Energie und deswegen kann ich meine CO2-Bilanz verbessern, korrekt? Ganz genau. Also der österreichische Strommix ist nicht zu 100% erneuerbar, ja, klar. Aber er hat nur 55 Gramm pro Kilowattstunde CO2-Ausstoß. Das ist immer besser wie 100% Gas oder 100% Öl. Und wenn man natürlich in Tirol zum Beispiel 100% Wasserkraftstrom nimmt, dann hat man rechnerisch 0 Gramm CO2-Ausstoß. Aber Energiewende bedeutet die Elektrifizierung von allem, weil der Strommix immer nachhaltiger sein wird und umweltgünstiger sein wird als 100% fossile Brennstoffe. Jetzt ganz kurze Frage, weil du wirst es vielleicht wissen. Wenn jetzt Tirol deutschen Fossilstrom kauft, weil er gerade günstig ist, irgendwas, keine Ahnung, was die dort verbrennen, ja? Ja. Und dann ins Pumpspeicherkraftwerk hineinpumpt. Ja. Und dann das wieder rauskommt. Zählt das dann als 100% erneuerbare Energie? Sicher, ganz sicher. Ja, ich glaube, das sind so ein paar spannende Bilanzierungstricks. Also der Tiroler Stromanbieter TIVAG weist 100% Wasserkraft aus mit 0 Gramm CO2-Ausstoß. Würde ich auch so machen, ganz ehrlich, ja? Wenn ich mir da schon ein teures Pumpspeicherkraftwerk leiste. Aber das Faszinierende ist eben, dass man es mit Bitcoin-Mining, also in Island machen sie es ja auch so. Ne? Island hat ja auch extrem viel geothermale Energie, hat ja im Grunde genug Energie, um irgendwie die halbe Welt zu powern, aber man kann Energie nicht transportieren, deswegen machen sie zum Beispiel viel Aluminiumproduktion, die ist extrem energieintensiv, aber auch Bitcoin-Mining. Ganz genau. Also man speichert ja dann monetären Wert in Bitcoin. Man hat ja dann, man steckt Energie in Bitcoin rein und zieht dann monetären Wert raus. Man könnte auch sagen, Bitcoin ist ein Energiespeicher, ein Wertespeicher. Wenn du jetzt die Gelegenheit hast, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht in der Politik arbeitet oder in einem großen Unternehmen arbeitet, in Österreich oder in Deutschland oder in der Schweiz oder wo auch immer, vielleicht ein paar deutsch sprechende Schweden, was ist deine Botschaft? Wo soll man ansetzen? Welche Unternehmen, vor allem ist jetzt mal Unternehmen, profitieren besonders von Bitcoin und auch welche Haushalte, das heißt, welche Art von Heizung kann man besonders leicht ersetzen oder besonders effizient ersetzen? Wenn ich mich jetzt auf Österreich beziehe, wir haben allein in Österreich 800.000 Haushalte, die mit Öl heizen. Öl ist aktuell sehr teuer und es ist für einen Großteil davon günstiger mit Bitcoin zu heizen. Und gleichzeitig eine Bitcoin-Heizung, wenn man es mit Elektromobilität vergleicht, ersetzt mehr als ein Elektrofahrzeug. Also man kann deutlich günstiger als mit Elektromobilität die Energiewende deutlich schneller vorantreiben. Es ist deutlich einfacher auch fürs Stromnetz,
800.000 Bitcoin-Heizungen zu betreiben, als wie 800.000 Elektrofahrzeuge, die mit deutlich stärkeren Ladeleistungen arbeiten. Auch die Bitcoin-Heizungen kann man an den Strombedarf des Stromnetzes anpassen. Man muss der ganzen Thematik offen gegenüber sein, soll sich einfach mal damit beschäftigen und vielleicht einfach mal in einen Betrieb gehen, der bereits mit Bitcoin heizt, und mit dem Inhaber sprechen. Wenn der einem, der, wir haben zum Beispiel in Innsbruck ein Restaurant, der hat von Bitcoin genau absolut gar nichts gehalten. Der hat jetzt allerdings erfahren, dass er seine Heizkosten über diesen Winter halbiert. Und inzwischen findet er Bitcoin ganz lässig. Also spart sich jede Menge CO2, 50% der Heizkosten. Und inzwischen ist er dem Bitcoin-Thema ganz anders gegenüber gestimmt. Und letzte Woche hat er mir gefragt, ob er dann die Bitcoin nicht einfach behalten kann und nicht alles verkaufen muss. Das ist nämlich die andere Richtung. Wenn du quasi aus der realen Welt zu Bitcoin kommst, ja, und auch das können andere Kryptowährungen nicht, weil alles nur in der digitalen Welt und alles nur theoretisch sich abspielt. Max, vielen Dank, und euch darf ich sagen, egal ob ihr ein Restaurant betreibt, einen Haushalt, eine Photovoltaikanlage habt oder zum Beispiel einen Milliardenkonzern vorsteht, es gibt einen Code, 5% Rabatt könnt ihr bekommen mit Was Bitcoin bringt in einem Wort bei 21 Energy. Geht auf eure Website 21energy.io, folgt ihnen auf Twitter und auf YouTube. Ja, und Max, ich freue mich, wenn wir uns spätestens in einem Jahr, aber wahrscheinlich schon vorher, zusammensetzen können und schauen, wo ihr dann steht und wie eure Produkte dann ausschauen und die Nachfrage. Lieben gern. Vielen Dank, Nico. Danke dir. Danke. Ciao.